Zwei Tage Equitana, wow. Und ihr wollt jetzt bestimmt wissen, was ich mir alles Schönes gekauft habe. Ja, das geht wahrscheinlich den meisten so. Umso mehr Zeit man auf einer Messe verbringt, umso mehr wird man auch verleitet, was zu kaufen. Aber klar, ich meine, dafür sind die Messen ja natürlich auch da. Und ich will euch heute auf jeden Fall nicht vorenthalten, was ich mir alles Schönes gekauft habe. Ich fange jetzt mal ganz harmlos an. Einfach so als Ergänzungsmittel haben wir mal so einen großen Pack Leinöl gekauft. Das bekommt momentan unser Pitchy im Fellwechsel, damit das Fell schön glänzend bleibt. Als weiteres Stallbedarf haben wir hier so einen neuen Mistboy gekauft, weil unser alter war kaputt. Der ist halt hier hinten abgebrochen. Und die gibt es ja mittlerweile jetzt hier in so tollen Farben. Und Messepreis, glaube ich, 16 Euro. Das war absolut okay. Das einzige Blöde, halt mit diesem Ding die ganze Zeit über die Messe laufen. Dann als nächstes habe ich mir diese Dinge hier noch gekauft. Die fand ich auch so schick. Das sind so, ja, für an die Wand zu schrauben. So Western-Symbole, so in Rosteisen. Finde ich wirklich richtig schick. Da haben wir einmal das hier und einmal hier das Hufeisen mit dem Pferd. Fand ich auch richtig toll. Und die sind auch richtig schwer und massiv, also klasse. Als nächstes bin ich natürlich an den Gürtelschnallen nicht vorbeigekommen. Und da habe ich hier diese Gürtelschnalle gefunden mit dem Pferdchen drauf. Und die habe ich mir dann auch noch gegönnt. Sind allerdings auch nicht so teuer, kosten nur statt 22 Euro. Fand ich es auf jeden Fall wert. So, was haben wir denn noch Schönes? Ah ja, hier, das fand ich auch toll. Haben wir so einen Kräuterstand gefunden. Ich sage immer, die Kräuterhexe. Und da gibt es dann verschiedene Kräuter für verschiedene Sachen. Und da wollte ich mal ausprobieren. Das heißt hier Wurmschreck. Das also heißt nicht, dass es jetzt komplett die Wurmkur unnötig macht, sondern das soll einfach nochmal unterstützend, ja, eigentlich den Würmern das Leben zur Hölle machen. Also das probieren wir auf jeden Fall mal aus, weil das ist ja rein pflanzlich und ich denke, dass man da nichts verkehrt machen kann. Ja, und mein, sogar einen Gewinn. Ich habe bei eHorses, habe ich hier diesen Eimer bekommen. Da sind schöne Leckerlis drin. Und dann noch, ja, so ein Allzweckkamm. Schön in rosa. Und hier nochmal Maulbutter im Geschmack Apfel. War auch toll, die ganze Zeit diesen Eimer über die Messe zu schleppen. Aber gut, geschenkt ist geschenkt, ne? Ja, und jetzt kommen eigentlich meine absoluten Highlights, die ich mir geleistet habe. War eigentlich überhaupt nicht vorgesehen, wie das ja immer so ist. War ich hier einmal diese tolle Jacke für den Frühling gefunden. Die ist von OS Western Sports. Und Anja hat also von denen auch schon so eine Fleecejacke. Und die ist wirklich von der Qualität her richtig, richtig super. Ich finde auch, die sieht ganz toll aus. Also die hat sie schon jahrelang und ist wirklich richtig zufrieden mit. Und da habe ich mir gedacht, kaufe ich mir auch mal so eine. Hier, Messepreis 69 Euro, fand ich auch wirklich okay. Ich glaube, runtergesetzt von 149. Also ganz tolle Jacke. Und da ich mich ja nicht entscheiden konnte, welche Jacke ich nehme, habe ich mir hier die zweite auch noch dazu gekauft. Ist auch wirklich eine richtig schicke, tolle Jacke für den Stall. Hat hier auch überall so kleine Emblem drauf. Hier zum Beispiel mit dem Pferd. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt hier so erkennt. Und hat natürlich gepasst wie angegossen. Da musste ich die einfach mitnehmen. Auch runtergesetzt auf 69 Euro. Also fand ich jetzt auch gar nicht mal dann so extrem teuer. Kauft man sich ja auch nicht jeden Tag, ne? Also ich denke, Jacken habe ich jetzt erstmal genug. Ja, und dann war da wieder dieser Lederstand. Und ich weiß auch nicht, so Lederstände, da komme ich also ganz, ganz schlecht dran vorbei. Und was ich mir schon immer mal gewünscht habe, na, was könnte da wohl noch in der Tüte sein? Satteltaschen habe ich jetzt ja schon.
ich habe mir hier mal so richtig robuste Chaps gekauft. Also die sehen so richtig aus ganz stabilem Leder. Also richtig super. Riecht auch ganz toll. Und mit Chaps sitzt man einfach noch besser im Sattel, finde ich. Irgendwie noch sicherer, fester, weiß nicht, einfach besser. Und deswegen habe ich mir gedacht, kaufe ich mal endlich mal gescheite Chaps. Sind zwar nicht ganz so billig, also die haben jetzt messepreistechnisch 150 Euro gekostet. Aber bei Chaps ist es dann wirklich so wie beim Sattel. So was hat man dann fürs Leben. Ne? Also das ist dann eine Investition auf lange Sicht. Ja, das waren schon meine ganze Ausbeute. Reicht ja eigentlich auch. Wie gesagt, also mehr gekauft als eigentlich gedacht, wie das natürlich immer so ist. Aber trotzdem tolle Sachen. Und ich freue mich schon ganz tierisch drauf, die dann mal auszuprobieren. Das ist dann natürlich immer so diese Verführung an den Messen, dass man an den Ständen immer so schlecht vorbeikommt. Aber ihr werdet es ja mit Sicherheit kennen. Ich hoffe natürlich, dass euch hier mein kleines Video gefallen hat und mich würde es tierisch freuen für einen Daumen nach oben. Und was mich noch viel, viel mehr freuen würde, wäre, wenn ihr hier meinen Kanal kostenlos abonniert oder alle Freunde, die mich vielleicht noch gar nicht kennen, dazu einladet. Ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Video. Bis dann. Ciao, ciao.